Das ist aus der Surat Al-Imran und die Aussage hier, يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, die Allahs Gedenken im Stehen und im Sitzen und auf ihren Seiten, also liegend. Hiermit können auch zwei Sachen gemeint sein, entweder tatsächlich das, das Gedenken und das Denken. Das Denken und Nachsinnen kann nämlich auch eine Form der Ibadah sein. Es kommt in einem Hadith, den Ibn Hibban überliefert, von Ali radiallahu anhu. Dann sagt er, La ibadata kattafakkur. La ibadah kattafakkur. Was heißt das? Es gibt keine Ibadah, die dem Tafakkur gleicht. Aber dieser Hadith, also diese Aussage von Ali, ist nicht authentisch. Al-Haythami sagte, darin ist ein Tradent, der heißt Abu Raja al-Hanzali, wer ein Lügner ist. Der ist ein Lügner, bekannt für Lügen. Aber wie dem auch sei, das ist trotzdem eine Ibadah, je nachdem, was damit bezweckt wird. Aber es könnte hier auch das Gebet gemeint sein. Die Allahs, die beten, die das Salah verrichten, im Stehen, im Sitzen und auf den Seiten liegend. Je nach ihrem Vermögen, was sie halt tun können.